in dieser Zelle steht Text und damit kann ich in Excel nicht rechnen. Also 1200 Kilometer haut nicht hin. Möchte ich aber trotzdem stehen haben, deshalb formatiere ich hier mit STRG 1 diese Zelle, klicke hier auf Benutzer definiert unter Zahlen und dann gebe ich einfach mal ein 0.0, dann habe ich 1200, Anführungszeichen, Leertaste, Kilometer, Anführungszeichen. Dann klicke ich auf OK und es kann damit gerechnet werden. Das gleiche mache ich zum Beispiel mal hiermit, auch wieder STRG 1, dann auf Benutzer definiert und da möchte ich dann 0,00, zwei Nachkommastellen, Anführungszeichen, Leertaste, Zentimeter, Anführungszeichen. Okay, und schon kann damit gerechnet werden. Bis zum nächsten Mal.